Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal mit dem 5-Fakten-Thema mal wieder. Und wie man schon sieht, geht es um City Skylines. Und hier stelle ich mal kurz vor, was meine 5 liebsten Modifikation-Mods in diesem Spiel sind. In diesem Spiel natürlich den ersten Platz, sieht man auch schon hier oben, V11, der TMPE, der Traffic Manager President Edition. Und zwar ist für mich einfach diese Möglichkeiten, die dieses Programm bietet, im Spiel nochmal einzugreifen, was irgendwie Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und vielleicht auch, dass man ausstellt, dass die Leute dort parken dürfen. Das ist das P-Zeichen hier. Es ist sehr relevant für mich bei einigen Sachen. Und was komplizierter ist, aber auch sinnvoll manchmal, ist die zeitgesteuerte Ampel einzustellen. Da muss man aber wirklich genau schauen und genau überlegen, wie man es anstellen möchte. Und daher empfehle ich dort viel Zeit mitzubringen, weil das dauert lange. Und man kann hier den Despawn ausschalten. Damit hat man nochmal ein anderes Erlebnis mit dem Spiel, denn es staut sich ja alles doch deutlich mehr, weil die verschwinden ja nicht mehr, wenn etwas gecrashed ist. Genauso sieht man hier auch, dass man noch Kreuzungsbeschränkungen machen kann. Bei Kreisverkehren kann man einstellen, dass man nicht mehr als Person den Zebrastreifen nutzen darf. Auch sehr sinnvoll, weil sonst macht das Ganze ja nicht viel Sinn, wenn alle Zebrastreifen kontinuierlich belaufen werden und sich nur noch staut, und dann kann man besser Zebrastreifen sperren und dann einen Überweg mit einer Fußgängerbrücke bauen. Weil sonst würden die Fußgängerbrücke nämlich ignorieren. Genau, großes Ding. Als ich das gefunden habe und rausgefunden habe, da habe ich mich echt gefreut. Das zweite, was ich auch eingestellt habe, was man jetzt nicht sofort sieht, aber im Nachhinein dann merkt, wenn man Naturrohstoffe hat, wie hier zum Beispiel im Hintergrund, habe ich eine Mod eingestellt, hier das Öl. Sonst ist das Öl super schnell weg, wenn man das normal lässt, abbauen lässt. Das ist unnatürlich schnell abgebaut. Daher habe ich das auf unendliche Ressource gestellt. Ist zwar vielleicht nicht absolut sinnvoll, ich würde es gerne lieber auf vielleicht dreifache Länge oder so stellen, dass ihr dann vielleicht ein neues Industriegebiet dahin baut, aber das gab es nicht. Jedenfalls habe ich es bisher nicht gefunden. Daher habe ich bisher das so gebaut. Ja, unendlich Öl und Erz. Erz ist das genauso eingestellt für mich. Bei Erde, das brauche ich nicht, da kann ich besser wirklich was umverteilen. Das gibt es nämlich auch nochmal für unendlich Erde und unendlich Geld. Aber Geld hat für mich immer einen Anreiz, deswegen das stelle ich nicht ein bei mir. Genau. Als nächstes, ja, das sieht man erst dann, wenn man diese speziellen Industriesachen hier baut. Und dort kommen nochmal deutlich mehr, viel mehr LKWs, besonders bei landwirtschaftlichen Bereichen, ins Spiel. Und dort gibt es eine Verbesserung, dass nämlich diese einzelnen LKWs nochmal mehr transportieren können. Da muss man einfach eine Industrie-LKW-Verbesserung eingeben und dann, ja, das bringt es auf jeden Fall. Jedenfalls, wenn es nachher zum Endspiel hingeht, wenn man nämlich deutlich mehr als nur ein Gebiet hat. Und man möchte es vielleicht mit einem Transportmöglicher wie mit einem Zug transportieren, muss ja trotzdem zum Zug hinkommen, und daher habe ich dort diese LKWs ausgestellt oder anders eingestellt. Das nächste, was wahrscheinlich jetzt in diesem Spielstil nur hier zu erkennen ist, ja, sind jetzt nicht drin, kann ich nicht einstellen. Ich habe noch, weil ich ein extremer Fan, ja, von dem Aussehen der ICEs bin, habe ich noch weitere ICEs reingemoddet. Früher war das sogar noch eine Hilfestellung für mich, weil ich viel mit Eisenbahn gearbeitet habe, weil es mir Spaß gemacht hat. Die habe ich dort hineingesetzt, da es keine andere Möglichkeit zu dem Zeitpunkt für mich gab, die Größe der einzelnen Vehikel zu ändern. Es gibt zwar noch eine Extra-Mod, aber die hat sich bei mir implementieren, das ging einfach nicht. Und deswegen habe ich dann das Ganze einfach über andere, ja, Vehikel, die ich reingemoddet habe, also die ICEs, gelöst. Ja, und jetzt leider zu dem Leidwesen, warum ich auch 2 Stunden gebraucht habe, um dieses Video vorzubereiten und 2 Stunden lang rumprobiert habe und es nicht funktioniert hat. Normalerweise spiele ich immer, das ist meine absolute Lieblingsmod, 81 Tiles heißt die. Damit können alle die auf dieser Map existierenden Felder gekauft werden.
funktioniert nicht. Ich weiß nur nicht warum und ich kriege es nicht hin, dass es läuft und das hat mich auf jeden Fall gestört. Aber das ist meine absolute Lieblingsmod, weil dadurch kann ich hier das auch kaufen, was ich jetzt möchte. Wichtig nur zu wissen ist, je weiter man an den Rand kommt und diese Nebelplättchen, nenne ich die manchmal, kauft, desto mehr geht das in die Performance rein. Also ich rate euch, wenn ihr AG1 Tiles habt und es funktioniert bei euch glücklicherweise, dann kauft nicht diese Nebelbereiche ein, weil die bringen die Performance-Probleme bei euch nochmal extra zum Vorschein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Filmfakten-Video wieder. Tschüss!